Bis Ende Januar war Benjamin Kilic als aktiver Spieler für den FC Hennef unterwegs. Heute sitzt er auf der Trainerbank vom Siegburger SV und empfängt seine alte Liebe. Mit seiner neuen Mannschaft ist er durchaus erfolgreich in die Saison gestartet, hat die letzten 8 Partien in Folge gewonnen und will heute natürlich den 9. folgen lassen. Hennef hingegen spielt derzeit etwas enttäuschend und steht nur auf Tabellenplatz 6. Und die Gastgeber haben auch die erste Chance der Partie. Das ist Kakeru Aoto nach Vorlage von Daniel Jahrmann. Doch diese Chance wird nicht genutzt, genauso wie diese, auch wenn es denkbar knapp war. André Klug, der beste Schütze der Liga, verzieht leicht. Ab der 15. Minute übernimmt der FC Hennef dann die Spielkontrolle. Das ist ein Giombo. Und der Schuss von André Klug wird noch geblockt. Doch dann ist Yannick Stoffels zur Stelle. Was für ein Direktabschluss vom 22-jährigen Sechser. Er markiert sein erstes Saisontor und noch viel wichtiger, die 1:0-Führung im Derby. Nun ist natürlich der Siegburger SV gefordert und versucht es auch immer wieder. Hier zum Beispiel über seinen Kapitän Fabian Witt. Aber auch über die Außen ist durchaus Zug drin im Siegburger Spiel. Funyishima lässt hier Schmidt stehen und bedient den anrauschenden Yu Jong Yo. Doch Niklas Altmann ahnt die Richtung dieses Abschlusses und ist zur Stelle. In die Druckphase der Siegburger hinein, dann dieses Burak Moos. Und dann Mbiombo wird zu Fall gebracht im Strafraum von Sebastian Ramsport. Der 26-jährige Innenverteidiger geht dazu unbedacht rein. Natürlich die Entscheidung, Elfmeter komplett richtig. Und das ist ein Fall für den Kapitän, für Yannick Genesi. Ganz lockerlässig schickt er Michael Vogel in die falsche Ecke, der 24-Jährige mit dem 2:0. Und jetzt ist die Gegenwehr von Siegburg etwas gebrochen. Es spielt nur noch Hennef. André Klug kommt hier nicht vorbei an Michael Vogel, der nicht nur diese Szene vereitelt, sondern auch den nächsten Abschluss von Yannick Stoffels. Der Siegburger Keeper hält den 0:2 Pausenrückstand also fest. Doch auch in Halbzeit 2 hat Hennef die besseren Chancen. Sakare Iohara und Ni Giombo. Die Chancenverwertung lässt also noch zu wünschen übrig. Ansonsten ist es ein sehr starker Auftritt der Gäste. Das ist Kue Kem im Zusammenspiel mit Giombo und dann fast das 3:0. Da fehlte wieder nicht viel. Doch am Ende wird es ihm egal sein, denn es bleibt dabei. Der Siegburger SV verliert also mit 0:2 gegen den FC Hennef. Trainer Benjamin Kilic war nach dem Spiel bei uns am Mikrofon. Ich denke, das ist immer so, wenn man gegen den Ex-Verein spielt, dass da schon eine Besonderheit ist. Heute war es auch so, viele alte Gesichter gesehen, sehr alt auch nicht, weil so lange ist es ja auch nicht her. Das war vor, im Januar war ich noch Hennefer, von daher war es sicherlich ein besonderes Spiel, natürlich. Für Kilic ehemaliges Team ist es eventuell der Start in eine bessere Saisonphase. Siegburgs 8-Spiele-Siegesserie ist auf jeden Fall beendet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.